Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe mir überlegt, da wir eh schon hier jetzt in diesen Badlands sind, könnten wir hier ein paar kleinere Dinge erledigen, zum Beispiel diese Tarotkarte finden, einen Auftrag machen, Cyberpsycho-Attacke, mal der Kota's Milf besuchen, noch diese zwei Dinge hier draußen. Dann haben wir das hier hinten zumindest schon mal ein bisschen abgegrast, was diese Aufträge angeht. Und das würde ich einfach mal machen. Dafür soll ich vielleicht mal was markieren. Okay, was ist denn hier passiert? Mal schauen. Irgendwas Toxisches. Streifenpolizist, NCPD. Okay, wahrscheinlich irgendein Unfall einfach. Und mir ist noch aufgefallen, ich habe ja da so eine Karte, mit der man hier eigentlich sind so ein paar Dinge finden könnte. Hier draußen gibt es eigentlich noch ein paar Raritäten und Special Dinge, die man finden kann. Lass mal kurz schauen. Das ist hier. Hier drüben gibt's was. Da gibt's auch was irgendwie. Direkt nebenan. Oder? Ah ne, warte, das ist die falsche. Das ist richtig. So, irgendwo hier gibt es gleich was am Straßenrand. Ich will mich nicht allzu sehr von diesen Dingen ablenken lassen, aber ich würde solche Dinge schon gerne finden. Und wenn, dann mache ich es vielleicht einfach offline. So, nicht während des Let's Plays. Aber auf jeden Fall gibt es hier auf der Seite irgendwo was. Ich glaube, eine Leiche oder so soll hier versteckt sein. Fast, dass natürlich nicht rausgepatcht wurde oder irgendwie verändert wurde. Da. Kann ich komischerweise nicht scannen, den Typen. Ein archiviertes Gespräch zwischen Stephen Hurd und Jim McHale. Wie geht's dir, Jim? Ach. Kann mich nicht beschweren. Und wie läuft deine Show? Ehrlich gesagt, richtig gut. Das ist echt super. Glückwunsch. Welche weit verbreitete Fehlinformation wirst du als nächstes widerlegen? Nee, Sache, die Leute echt total umhauen wird. Echt? Was denn? Folgendes. Kann man wirklich eine massive Explosion überleben, wenn man sich in einem Gefrierschrank versteckt? War nicht meine Idee. Hat ein Zuschauer vorgeschlagen. Darum geht's nächste Folge. Klingt echt cool. Na gut, viel Glück. Auf jeden Fall pass auf dich auf. Ach so, okay. Ich glaube, er hat's hier ausprobiert. Und leider sieht's aus, als ob man das nicht überleben könnte. Schade um den Typen. War zwar nichts Besonderes dabei, aber man kann sie trotzdem mal anschauen. Und das sind solche kleinen Dinge, die man sonst irgendwie nicht finden würde. Und
Von daher denke ich mal, dass die Karte da wirklich hilfreich ist. Und ich finde es jetzt auch nicht unbedingt wie Cheat-mäßig oder so. Ich möchte bloß wirklich möglichst viel mitnehmen von diesem Spiel. Da ich Cyberpunk halt wirklich cool finde. Hier gibt es noch eine Tarotkarte. Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals steht für bevorstehende Veränderungen. Das Schicksal kann sich zum Guten oder zum Schlechten wenden, aber so oder so tun sich neue Möglichkeiten auf. Das Rad führt uns vor Augen, dass niemand für immer ganz oben bleiben kann, aber auch, dass nicht jede Lage auswegslos ist. Hat was. Hat was Wahres an sich. Und hier ums Eck gibt es eigentlich gleich nochmal eine Rarität. Irgendwo hier bei diesem Auto. Auch ihn kann ich wieder nicht scannen. Okay, sind zwei Leute sogar. Drei Leute. Haben die sich hier besoffen? Archiviertes Gespräch, Zachary Ray und Amy Ray. Wo bist du? Sag mir jetzt sofort, wo du gerade bist. Jetzt lass es halt gut sein, Zack. Du bist meine verfickte Ehefrau. Und du benimmst dich gerade wie eine totale Schlampe. Wo treibst du dich rum? Verdammt nochmal. Es reicht. Du bist nicht mehr Teil meines Lebens. Verstehst du das nicht? Du machst bestimmt gerade für irgendwen die Beine breit, du Chick-Chick-Nutte. Du lässt dich doch von jedem ficken. Aha. Du dreckige Scheuteuschlampe. Wir haben uns getrennt. Was, verpiss dich endlich. Du musst wieder nach Hause kommen. Okay, das reicht. Ich blockiere deine Nummer. Das würdest du nicht wagen, Amy. Amy? Ich liebe dich, du immer noch. Siehst du das denn nicht? Komm schon, Schätzchen, ruf mich zurück. Du dumme Fotze, was zum Teufel steckst du? Du willst mich vor allen Leuten lächerlich machen? Mein Leben ruinieren? Ich werde dich finden, Scheißfotze. Hör zu. Schatz, ich habe überreagiert, sorry. Aber ich will dir gerne die Chance geben, dich zu entschuldigen und unsere Beziehung zu retten. Du dreckige Nutten, wenn ich dich erstmal finde, ey. Bestimmt lässt du dich gerade von wem anders ficken, du Fickstück. Ich hab dein Auto gefunden. Jetzt hab ich dich, Baby. Alter. Was? Leider ziemlich, ziemlich realistisch. Ja, schönes Auto. Und das war's dann wohl mit... Oh. Okay, das war Amy. Das war wahrscheinlich irgendein anderer Typ, dem sie hier umgehangen ist. Und er hat sie umgebracht, beide. Hat sie beide umgebracht und sich dann wahrscheinlich besoffen und... mit den Tabletten ins Koma gehen. Ja. Schade. Traurig. Traurige Sache. So. Aufträge. Okay, gehen wir mal dahin. Schauen an, was da auf uns wartet. Könnte man auch Waffen kaufen? Nee, vielleicht auf dem Rückweg. Rocky Ridge. She's mine.
Okay, war glaube ich nicht so schlau hier reinzufahren. Auch wenn das Auto Raketen hat. Waffen. Okay, okay. Shit, 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 das war ganz schlecht. Fuck, die haben mich schön zerstört. Auseinandergenommen. Auto ist dann wohl doch nicht so stark. Wie vermutet. So. Dann noch was, bitte. Auf ein neues. Job, the urgent kind. Someone is yanking my friend's drones out of the sky. Check out the coordinates. Find out who is responsible. The details are attached. Okay, zeig mal her. Sabotage, Drohnendiebstahl unterbinden. Union RR. Mein guter Freund Mosquito hat ein nettes Geschäft in den Badlands am Laufen. Er packt ein paar nützliche Drogen in eine Drohne, schickt sie nach NC und bekommt dafür ein hübsches Sümmchen auf sein Konto überwiesen. Und ich bekomme einen beachtlichen Anteil davon. Das Problem ist, dass seine Drohnen seit einer Weile nicht mehr am Zielort ankommen. In die letzte Drohne haben wir einen Tracker eingebaut. Und siehe da, die Diebe haben sie bis nach Hause mitgenommen. Ich gebe dir die Koordinaten und du kümmerst dich darum, dass unsere Drohnen nicht mehr abgefangen werden. Sicher. Kurz mal aktivieren. Da. Also, wir haben Geschütz. Das ist die Kamera. Wir haben ziemlich viele Leute, die man jetzt hier nicht sieht. Okay, das bringt gar nichts, ein Ping. Ein Ping bringt da irgendwie nichts. Da steht, glaube ich, noch jemand. Besser wäre es, das Geschütz irgendwie Kontrollübernahme zu machen. Aber da muss ich kurz warten. Und möglicherweise haben wir hier ein schönes Scharfschützengewehr. Power-Petitionswaffe, Tech-Scharfschützengewehr. Boah. Sieht ganz gut aus. Versuchen wir doch mal die Verseuchung.
Just fucking end this already! Come on, move it! Die Scharfschützen da oben sind scheiße. Ich habe gerade ein bisschen doofe Waffen dabei. Sind auch ziemlich viele Gegner, wenn man mich fragt. Keine Ausdauer mehr, ein bisschen doof. Lass mal kurz schauen. Beim Essen. Ausdauerregeneration 20%. Ist ja nicht möglich. Vielleicht deshalb. Okay, muss man wahrscheinlich vor dem Kampf nehmen. Bleib doch stehen! Ich brauche ein anderes Visier. Die Waffe ist zwar gut, also sie ist präzise, aber das ist leider ein bisschen schlecht. Wo schießen da noch jemand? Ja, irgendwo von da hinten, aber... Nochmal ein paar Mal da oben reinschießen. Der bewegt sich auch kein bisschen. Okay. Okay, ich muss näher ran. Shit.
Shit. And stuff. Der schießt durch die Mauer. Okay, das ist mies. Come on! Das ist halt doof, dass der durch die Mauer schießen kann, der Typ. Ich muss wahrscheinlich die zuerst jetzt kurz umbringen. Für das nehme ich aber vielleicht statt dieser Waffe hier die Schrotflinte. Das sieht hier safe aus. Aber weiter oben ist noch jemand. So, jetzt haben wir's. Man, this transmitter takes me back. How so? Back in 2020, we used them for pirate broadcasts. You know, blasting hardcore punk on badge frequencies and whatnot. So this must be how Raph and Shiv hacked those drones. Was beginning to think you'd never figure it out. Okay. Man kann den in die Luft jagen, wie es aussieht. Und leider kaum Verstärkung habe ich gesehen. Das hätten wir zumindest schon mal. Kurz mal diese Speichern. Okay, doch ein Speichern. Die Waffe verzieht leider ziemlich sehr. Das alle. Ich glaub's.
Ich glaub's. Dann mal schauen, was gibt's denn hier alles Schönes zum Looten? Dann halt so, wenn es nicht anders geht. Technische Fähigkeit 11. Ich kann leider bloß 10. Wird man die Verkassung von Salvage? Fahrzeugkampf. Sofortiges Aufladen eines Gesundheit-Items. Das hört sich gut an. Schade, das heißt leider können wir hier nicht hinein. Sind wir wohl ein bisschen zu früh hier? Aber hier können wir rein. Hier gibt es ja auch ein paar Dinge zum Looten. Das lese ich gleich. Irgendein Special Item. Mündungsbremse, Speicherlöschung. Kenjin. Attack-Pistole. Sandewistern. Das ist, glaube ich, ziemlich stark. Eine Zhao. Smart-Pistole. Lesen. Boss, wir haben ein Problem. Entweder verdunstet unser Stoff auf wundersame Weise oder jemand bedient sich heimlich. Frage ist, ob für den Eigengebrauch oder Nebenverdienst. Kümmern muss ich mich in beiden Fällen drum. Ey, manchmal mein Deutsch sowas von nicht vorhanden. Tut mir leid deswegen. Das heißt, wir müssen später nochmal hier hinkommen. Um die Tür da oben zu öffnen. Und da gibt es sicherlich etwas Spezielles drin. Immer schon unter der Treppe gucken. Munition auch immer sehr gut. Money sowieso. Anweisungen. Wie man eine Drohne auseinanderbaut und mich nicht scheiße sauer macht. Erstens, zehr nicht wie ein Berserker dran. Wenn du die Schrauben nicht rausbekommst, Hände weg. Sand ist tödlich. Sand plus Elektronik gleich großer Mist. Großer Mist gleich Geld. Kapiert? Wenn du keinen Lötkolben bedienen kannst, lass es. Lass die scheiß Akkus nicht in der Sonne liegen. Verbindlichste verfickten Dank. Okay. Dateien. Keine Ahnung, was das sein soll.
ein Virus. You'd think every smartass would have encrypted their comms by now. Anyway, what's the message say? Raph and Shiv bought a virus, and they're broadcasting it around via an aerial transmitter. Wasn't there an antenna around here? Mm-hmm. Not for much longer, it won't be. Oops. Da bin ich wohl ein bisschen zuvor gekommen. Virus im Anhang. Leichte Anwendung. Schlägt den Splitter in die Steuertafel der Antenne bzw. der Sendeanlage und startet die Übertragung auf allen Kanälen. Wenn das nicht geht, wird der Virus einzeln auf jeder eingestellten Frequenz gesendet. Der Virus wird nur in Drohnen eingepackt, die du bestimmst, und unterbricht die Energieversorgung des Antriebs. Melde dich beim Problemen einfach. Na gut, die Antenne haben wir ja schon auseinandergenommen. Da war ich ein bisschen voreilig. Habe ich jetzt hier alle Leute schon gelootet? Okay, die sind schon despawn. Eine schöne Waffe. Ich will mich noch kurz umschauen, ob ich irgendwas übersehen hätte oder habe. Die ziemlich viel Stuff gibt. Na gut, Schrank ist jetzt nicht so wichtig. Sehr schönes Fleckchen hier. Man hätte wahrscheinlich auch einfach leise reingehen können. Aber manchmal muss man es halt auf die harte Weise tun. Ich würde sagen, das war's. Auf den Content gibt's wahrscheinlich auch nichts. Ich würde sagen, das war's hier erstmal. Daher gehen wir hier weg und schließen die Mission richtig ab. Mission abgeschlossen, fliegende Drohnen. Nice work on that antenna. The tricky part of having a head is knowing how to use it. But not for you, V. Mosquito's roots are safe and secure again. The contract is closed, and closed well. Nice one, Street Cred. Ja, und somit würde ich sagen, war's das wieder von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.